Jo Leute, schönen guten Tag und willkommen zu einem erneuten Mario Odyssey Video. Diesen Monat, jetzt im Oktober, kommt das Spiel raus. Leider erst am 27.10. Wir müssen uns noch etwas gedulden am Ende des Monats. Ich habe den Kauflink in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt, Leute. Es lohnt sich, es wird einfach das geilste Spiel überhaupt. Und gerade ganz aktuell ist neues Gameplay erschienen und zwar von dem Kanal Game Informer. Ja Leute, es gibt YouTube-Kanäle, die dürfen es schon spielen. Ich bin eifersüchtig, wie noch nie. Aber egal Leute, ich habe das Gameplay mir reingezogen und werde es euch jetzt zeigen. Werde darauf mal eine kleine Analyse starten. Denn es wurde jetzt richtig offizielles Gameplay gezeigt als T-Rex und man hat den Bossfight gesehen im Cascade-Königreich und neue kleine Neuerungen. Deswegen, Leute, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zu Mario Odyssey, dann abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Analyse. Viel Spaß! So, Leute, da sind wir auch im Gameplay und es sieht einfach so geil aus. Diese Grafik, diese Farben und dennoch dieses Wasser drumherum und dieser Wasserfall. Es sieht einfach richtig geil aus und die Bewegung von Mario. Mit seiner kleinen Matrosenmütze läuft er erstmal zu einem kleinen Crazy Cap Shop und ihr müsst erstmal wissen, das Cascade-Königreich ist das zweite Königreich nach dem Cap-Königreich. Dort, wo die Reise beginnt mit Cappy und Mario. Dort, wo die ganze Odyssey beginnt. Und im Cap-Königreich gibt es ja diese Bewohner, das sind ja diese kleinen Hutgeister, wie auch Cappy 1 ist, der ja letztendlich in den Hut von Mario gegangen ist. Und diese sieht man hier auch im Cascade-Königreich, wie sie den Crazy Cap-Shop leiten, beziehungsweise sie sind einfach nur auf so einem kleinen Baumstumpf und links und rechts sind kleine Kartons. Und dort gibt es einmal gelben Crazy Cap-Shop und den lilanen. Ja, und jetzt wissen wir auch endlich, wo der Unterschied ist. Und zwar beim rechten. Beim lilanen können wir nämlich die Sachen kaufen, die nur für das Cascade-Königreich sind, beziehungsweise dort kann man auch nur mit der Währung zahlen, mit diesen kleinen Rädern, die es auch nur in dem Cascade-Königreich gibt. Und dort kann man halt auch nur so Sachen kaufen, die auch in dem Stil von dem Cascade-Königreich sind. Wie zum Beispiel dieses komische Steinzeit-Outfit, wo man den Kopf von Knochentrocken hat, beziehungsweise wo Cappy in den leeren Totenschädel von Knochentrocken reingeht, sowie auch Sticker und kleine Statuen, um letztendlich die Odyssey, also das Raumschiff, auszuschmücken. Ja, Leute, dann gibt es noch den linken, beziehungsweise den gelben Crazy Cap Shop und dort kann man Sachen kaufen, die sozusagen nichts zu tun haben mit dem Königreich und dort sehen wir auch, Leute, ja, es gibt wieder 100 Münzmissionen, beziehungsweise ein Mond für 100 Münzen, was aber nicht so schlimm ist, Leute, weil wir sehen oben auch den Counter, er hat schon 214 Münzen und diese 100 Münzen grenzen nicht mal ansatzweise an der Gesamtanzahl in einem Königreich, deswegen ist das nicht so schlimm wie bei Mario 64. Was aber wiederum richtig krass ist und was mich auch ein bisschen erschüttert, ist, dass einfach nur die Boxershorts, also dieses, was wir am Strand gesehen haben, wo man Marios Nippel das erste Mal gesehen hat, dass diese Shorts einfach 1000 Münzen kostet. Das teuerste Outfit, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist einfach ein ultimativ horrender Preis. Aber Leute, ich weiß auf jeden Fall schon, wofür ich meine ersten 1000 Münzen ausgebe. Ja Leute, beim Seaside Königreich haben wir auf jeden Fall auch schon eine Nessie gesehen, die gelb ist, und eine Nessie gesehen, die lila ist. Und jetzt wissen wir auch, wo der Unterschied das bei den beiden ist, dass auf beiden sind auf jeden Fall Crazy Cap Shops und auf dem einen können wir halt mit Münzen kaufen und in dem anderen mit Muscheln. So, weiter zum Gameplay aus dem Cascade Königreich und dort sehen wir Mario mit dem Kopf, letztendlich mit dem Knochentrockenschädel und man muss dazu sagen, diese Haare sind all inclusive dabei, die da so an den Seiten rausgucken, einfach diese komische Riesenprachtmähne ist da mit drinne und ich finde, es sieht einfach richtig geil aus, wenn er den Knochentrockenschädel wirft. Ja, Cappy geht ja da rein und die Augen von Cappy sind letztendlich die Augen von Knochentrocken, beziehungsweise von dem Schädel, was auch richtig gut umgesetzt ist. Es sieht einfach richtig cool aus und wir sehen, wie er halt den Knochentrockenschädel wirft und Sachen damit zerstört. Was auch cool ist, sind die Partikeleffekte, wenn er am Wasserfall vorbeiläuft. Und in dem Cascade-Königreich sind natürlich ganz präsent die Chain-Chomps, die Mario wiederum mit seinem Hut kontrollieren kann und die Kette spannen kann, um letztendlich irgendwelche Gesteine kaputt zu machen, um wieder neue Wege freizuschalten. Und das Cascade-Königreich ist auch zum Glück, Leute, ich bin positiv überrascht, es ist zum Glück größer als noch gedacht. Natürlich, die Königreiche sind schon relativ groß. Und ja, Leute, insgesamt in Mario Odyssey gibt es über 600 Monde. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, über 600 Monde. Und man sieht hier, dass das Cascade-Königreich auch kleine Sprungplattformen hat und auch unten wieder noch ein bisschen ausgebaut ist, wo man auch noch längs kann, wo man auch lila komische Räder sieht, also die Währung in diesem Königreich. Und das Cascade-Königreich ist, wie gesagt, das erste richtige Königreich, wo es auch Monde gibt, weil im Cap-Königreich im allerersten gibt es anscheinend noch keine Monde. Wir haben noch keine gesehen in keinem Gameplay. Deswegen wird das so ein bisschen auch noch mit kleinen leichteren Übungen beziehungsweise kleinen leichteren Tutorials verbunden sein. Und hier sehen wir auch das erste kleine Sprungrätsel, beziehungsweise wir sehen ja immer diesen kleinen Ständer, wo Mario Cappy raufwirft, wo man dann letztendlich ohne die Fähigkeiten mit der Cap, also man hat ja weitere Sprungfähigkeiten, neues Movement mit Cappy, beziehungsweise man kann ja sozusagen fast einen Dreifachsprung ausführen in der Luft mit Cappy und es gibt halt wie gesagt immer wieder diese Puppen, wo man Cappy raufwirft und dann muss man nur mit dem Standard-Movement, was man von Mario 64 kennt, mit diesem Movement muss man kleine Sprungrätsel machen und hier sehen wir es auf Zeit, kommt eine komische Plattform, wo oben ein Mond erscheint und man muss ganz schnell hochspringen. Mit dem Movement muss man dann immer so einen Backflip-Jump machen oder einen Dreifachsprung, irgendwas, um da hochzukommen und das alles auf Zeit, sonst verschwindet der Mond. Ich finde es gut, dass sowas auch noch eingebracht wird, dass man wirklich mit dem Skill, mit dem Mario-Skill, dass man sich über die Jahre antrainiert hat, mit dem Mario 64 Skill noch irgendwelche Sprungpassagen zu lösen hat. Auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt. So, und dann sieht man auch mal wieder, wie viele Münzen es gibt eigentlich für ein Herz und so. Es gibt wirklich viele Münzen, aber wenn man stirbt, beziehungsweise wenn man ein kleines Game Over hat, das gibt es ja nicht mehr so in dem Sinne, dann verliert man einfach Münzen. Deswegen, Münzen sind sehr wichtig und ein hoher Münzstand zeigt einfach, wie gut du in Mario bist. Und dort sehen wir wirklich viele Chain-Chomps, drei an der Zahl und wir können den Kleinen letztendlich kontrollieren, die Kette spannen und rausgehen und der prallt wiederum gegen den Großen, der uns einen neuen Weg verschafft, was ziemlich cool ist, dass man ein bisschen mit den Chain-Chomps auch spielen muss. Klar, Chain-Chomps sind immer ein bisschen creepy mit dem großen Mund und den scharfen Zähnen. Den gehe ich auch
doch lieber aus dem Weg, aber cool, dass man die so benutzen kann. Ja, Leute, dann kommen wir zu eines der Highlights aus dem ganzen Gameplay. In der Mitte des Gameplays wird gezeigt, wie der T-Rex auf dem Berg schläft, das wir auch schon länger gesehen haben, aus verschiedenen Trailern. Und nein, er greift Mario nicht an. Ich habe immer gedacht, man braucht dieses Steinzeitkostüm, damit er ihn nicht angreift, aber der greift ihn auch so nicht an, er schläft wirklich ganz seelenruhig. Und Cappy sagt auch zu ihm, oh, guck mal, wie groß der ist. Und Mario schmeißt natürlich, als Spieler schmeißt man natürlich die Cappy erstmal auf das Teil rauf. Und ja, Leute, wie im E3-Trailer kann man denn diesen riesen T-Rex kontrollieren. Ja, und dann sehen wir kurz, wie der T-Rex rumläuft, beziehungsweise Mario in den T-Rex und er zerstört einfach die Chainchomps, als wäre es nichts. Die Chainchomps, die immer so dominant sind und Mario immer auf den Sack gehen, die werden einfach komplett zerstört von Mario diesmal in T-Rex, was einfach ziemlich cool ist. Und natürlich als T-Rex kann man sich neue Wege verschaffen, indem man alle dicken, fetten Steinbrocken aus dem Weg räumt. Ja, Leute, dann sehen wir noch weitere Szenen von dem Cascade Generator. Das ist wirklich sehr groß, man muss wieder in eine 2D-Passage reingehen und diese kann man laut diesem Gameplay nur mit einem D-Pad steuern, was ziemlich oldschool ist, aber glaube ich auch passt zu diesem Stil. Da finde ich wieder ein bisschen schade, dass nicht in dem 2D-Sprite, beziehungsweise der Sprite, der ja eingeblendet wird, wenn man diese 2D-Passagen macht von Mario, dass da nicht das Outfit vielleicht nochmal so verpixelt wurde, auch in so einem 2D-Sprite. Das wäre cool gewesen, aber mit dem Oldschool-Mario will ich mich nicht anlegen, den finde ich natürlich auch ganz cool. Und ja, Leute, es gibt kleine Spalten in diesen 2D-Passagen, die man auch erkunden kann und es sind dort auch Monde versteckt. Wie gesagt, es gibt überall hinter jeder Ecke Monde. Insgesamt alleine mal das Sandkönigreich, wissen wir schon, da gibt es 69 Monde im Sandkönigreich. Ich schätze das Cascade-Königreich zwar ein bisschen kleiner ein, aber um die 50 werden es dort wohl auch sein. So, Leute, und jetzt kommen wir zu dem Bossfight, den wir auch schon öfter gesehen haben, beziehungsweise in dem einen Direct-Trailer haben wir das neu gesehen und zwar ist das ein neuer Brudal, also die Brudal sind ja diese komischen Hasen und das ist eine richtig fette alte Brudal-Dame, die einen Dreiermond als Kette trägt und einen goldenen Chainchop mit einem kleinen Hut auf hat. Und da habe ich ja schon in meiner Boss-Analyse gesagt, dass auf jeden Fall Mario die Kontrolle übernehmen muss über den Chainchomp, über den goldenen Chainchomp, muss er erstmal die Mütze wegschlagen, muss dann seine Mütze auf den goldenen Chainchomp raufhauen und muss dann, wie er es schon vorher im Cascade-Königreich angewendet hat, die Kette spannen vom Chainchomp, die ja letztendlich eine Leine darstellen soll in diesem Fall. Die muss er spannen, die Kette, und dann rausgehen, wie er es unten gemacht hat und dann natürlich gegen die fette Hasendame gegenschlagen. Und genauso läuft das hier auch, genauso ist die Boss-Mechanik. Also Leute, es war ja eigentlich auch nicht anders anzunehmen, aber sie ist wirklich extrem groß und fett und hier sieht man es nochmal im Vergleich mit Mario, es ist wirklich eine richtig fette Tante. Sie schmeißt aber auch, nachdem man sie getroffen hat, den Chainchomp auf ein und natürlich lässt sie die Kette eigentlich so leicht spannen. Sie versucht auch geradeaus zu einem zu laufen, dass man die Kette nicht so leicht spannen kann, aber letztendlich ist das aus dem ersten richtigen Königreich der erste richtige Boss und ich denke, dass das nicht so schwer für uns alle sein wird. Ja, Leute, noch eine kleine Anspielung an Mario Galaxy meiner Meinung nach und zwar wurde dort noch gezeigt, am Ende des Gameplays, ganz, ganz am Ende, kleine weiße Hüte, die man mit Cappy treffen kann und die werden dann zu Plattformen. Und das erinnert mich so ein bisschen an Wolken Mario, auch wenn das natürlich kein richtiges Power-Up ist, aber es ist auf jeden Fall ein neues Sprungelement, was reingeführt wird und ich finde es ziemlich gut. Ansonsten, was ist das mit dem ganzen Gameplay? Wie gesagt, bei Game Informer auf dem Ken-Channel wurde das alles gezeigt. Ich bin jetzt auch auf die Highlights eingegangen, habe meinen Senf dazugegeben, weil die sind nicht auf alles eingegangen. Wie gesagt, Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt zu Mario Odyssey, dann abonniert meinen Kanal. Ich finde sowas immer ganz interessant und wenn es was Neues gibt zu Mario Odyssey, irgendwelche kleinen neuen Informationen, dann mache ich auf jeden Fall ein Video und werde euch informieren. Mir macht das extrem Spaß, solche Videos und ich freue mich einfach extrem auf den 27.10. und ich werde es zu 100% auf meinem Kanal streamen. Ja, ich will auch alle Monde sammeln, alles zu 100% auch in Mario Odyssey machen. Ich werde es auf jeden Fall hier streamen und werde auch noch Videos zu Mario Odyssey hochladen. Ich finde es einfach so geil, das Spiel. Ich freue mich extrem und bin mir sicher, dass es eines der besten Marios aller Zeiten wird. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore.